Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lieber Kai Gehring, nachdem wir jetzt doch ein grünes Zerrbild unserer Forschungslandschaft hier in Deutschland gehört haben, will ich zurückkommen zu dem, was uns eigentlich heute hier beschäftigt, nämlich die Forschungs- und Innovationspolitik. Ich war vor kurzem zu Besuch in Israel und ich war beeindruckt von der Innovationskraft und dem Gründergeist dort. Das Weizmann-Institut ist eines der innovativsten der Welt. Die Konkurrenz, und das sieht man dort sehr deutlich, schläft also nicht. Aber auch wir sind im harten internationalen Wettbewerb gut aufgestellt. Und mit der neuen Hightech- und Innovationsstrategie, die wir heute hier diskutieren, wird es noch besser, meine Damen und Herren. Wie ist die Ausgangslage? Wir stehen bei ganz vielen Parametern hervorragend da. Viele Staaten kopieren die deutsche Hightech-Strategie, sei es Frankreich mit Unterstützung der Fraunhofer-Gesellschaft oder auch die USA mit ihrer gigantischen Advanced Manufacturing Strategy. Mit unserem fortgesetzten Commitment zu Forschung hatten wir das 3%-Ziel der Europa-2020-Strategie, lieber Kai Gehring, bereits 2012 erreicht. Zusammengenommen haben Staat, Wirtschaft und Wissenschaft in Deutschland ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung sogar auf den Rekordwert von mehr als 79 Milliarden Euro im Jahr 2012 gesteigert. Und damit liegt im europäischen Vergleich Deutschland entsprechend in der Spitzengruppe. Meine baden-württembergische Heimat nimmt übrigens innerhalb Europas mit über 5,1% F&E-Intensität den Spitzenplatz ein. Und dies ist zweifellos ein Hauptgrund für unsere wirtschaftliche Stärke im Südwesten. Auch der aktuelle Forschungs- und Innovationsbericht, über den wir ja heute diskutieren, bestätigt, dass der Standort Deutschland in den letzten Jahren weiter an Attraktivität gewonnen hat. Die Ministerin hat es auch erwähnt. Knapp 600.000 Menschen, meine Damen und Herren, sind in Deutschland in Forschung und Entwicklung tätig. Und allein zwischen 2005 und 2012 sind in diesem Bereich unter anderem dank der Exzellenzinitiative 114.000 neue Arbeitsplätze entstanden. 5 der 10 forschungsstärksten Unternehmen Europas kommen heute aus Deutschland. Und beim Export von forschungsintensiven Gütern bildet Deutschland mit einem Anteil von rund 12% am Welthandelsvolumen hinter China die Weltspitze, noch vor den USA und Japan. Und auch bei den transnationalen Patentanmeldungen ist Deutschland führend in Europa und weltweit an 3. Stelle. Und diese gegenwärtig gute Stellung, vor allem innerhalb Europas und der Wohlstand Deutschlands, können aber angesichts der sich weiter verschärfenden globalen Wettbewerbs eben nur mit einer breiten Wissens- und Innovationsbasis behauptet und ausgebaut werden. Und genau hier setzt die Hightech-Strategie an, mit 3 Zielrichtungen. Erstens, wir bündeln zentrale Handlungsfelder zur Förderung von Forschung und Innovation innerhalb der Bundesregierung. Zweitens, wir setzen Prioritäten in ausgewählten Bereichen. Und wir verfolgen drittens neue Ansätze in der Querschnittsförderung von Innovationen. Hightech ist also zukünftig eine Querschnittsaufgabe. Und das entbindet uns aber natürlich nicht von der Herausforderung, klar zu sagen, wer am Ende den Hut auf hat bei der Umsetzung. Und was wollen wir nun konkret mit der neuen, auf der erfolgreichen Hightech-Strategie aufbauenden, ressortübergreifenden Innovationsstrategie erreichen, meine Damen und Herren? Wirtschaft und Wissenschaft werden mit Unterstützung der Bundesregierung in zahlreichen Projekten zusammenarbeiten, zum Beispiel zur Förderung der Elektromobilität oder der digitalen Fertigungsprozesse, Stichwort Industrie 4.0. Und wichtig ist in diesem Kontext, dass die Industrieunternehmen in der vorwettbewerblichen Phase enger zusammenarbeiten. Die anbrechende Konnektivität der Fertigungsbereiche durch Industrie 4.0 erfordert eine kreative Kooperation der Unternehmen innerhalb des Industrieclusters Deutschland. Und Ziel ist es dann, durch Hochtechnologie und innovative Geschäftsmodelle auf den etablierten Technologien aufzubauen. Zugleich sollen in dieser Legislaturperiode neue Instrumente eingesetzt werden, um den Transfer von Ideen in Produkte weiter zu verbessern. Und hier, meine Damen und Herren, bei der Innovationsumsetzung, beim Transfer von der starken Grundlagenforschung zum marktfähigen Produkt liegen nicht nur meines Erachtens die größten Defizite und damit auch die größten Herausforderungen für uns. Und das ist im Übrigen nicht nur eine Frage der Kultur, Stichwort Gründermentalität, Umgang mit Risiken, Verfügbarkeit von Wagniskapital und vieles mehr. All das konnte ich bei meinem eingangs erwähnten Besuch in Israel auch hautnah erleben. Und apropos Risikofinanzierung, warum tun wir uns hier eigentlich so schwer? Denn Geld gibt es hierzulande genug, es muss eben nur aktiviert werden. Ja, Innovation und Technologietransfer brauchen auch die richtigen finanziellen Rahmenbedingungen. Und dazu gehören zum Beispiel Anreize für den Einsatz von Wagniskapital, innovationsfördernde Regelungen beim Crowdfunding
oder auch Verbesserungen bei der Innovationsfinanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen. Kollege Riesenhuber wird dazu noch einiges ausführen. Die Umsetzung der neuen Hightech-Strategie soll von einem neuen Hightech-Forum begleitet werden, in dem zentrale Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vertreten sind. Und diesem Hightech-Forum kommt eine enorm wichtige Rolle zu. Deshalb muss es schlank und schlagkräftig sein, damit es effektiv zur Vernetzung aller innovatorischen Kräfte beitragen kann. Zum Erfolg wird die Strategie dann werden, wenn wir bewusst unsere Stärken stärken. Und was heißt das nun? Wir müssen unser leistungsfähiges, differenziertes Wissenschaftssystem mit starken Hochschulen angemessen ausstatten. Und da geht es, das sage ich nun, vor allem auch an die Adresse der Länder. Und wir müssen zweitens auf unserem robusten industriellen Fundament aufbauen. Und wir müssen Cluster bilden von exportorientierten, forschungsstarken Unternehmen, Hochschuleinrichtungen und außeruniversitären Forschungsinstituten. Eine klassische Win-Win-Win-Situation. Und im Prinzip ist es das, was die Fraunhofer-Gesellschaft mit ihren nationalen Leistungszentren vorhat. Die Profil- und Exzellenzbildung an Forschungsstandorten um thematische Cluster herum, um am Ende die Verbindung mehrerer Cluster zu einem leistungsfähigen, international sichtbaren Forschungsraum. Zwei Beispiele: das Dresden-Konzept zur Funktionsintegration mikro- und nanoelektronischer Systeme oder das Freiburger Cluster zum Thema Nachhaltigkeit. Die beteiligten Cluster können übrigens neue Cluster sein oder solche, die beispielsweise bereits im Rahmen des Spitzenclusterwettbewerbs der alten Hightech-Strategie entstanden sind. Und die Union steht deshalb, meine Damen und Herren, ich betone es gerne, auch weiterhin zur Spitzenforschung. Wir müssen dagegenhalten, wenn deutsche Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten im Bereich der Spitzentechnologien mehr ins Ausland verlagern, wie es im EFI-Bericht nachzulesen ist. Denn klar ist, und da sind wir uns ja einig im Hause, Spitzenforschung braucht die besten Köpfe, meine Damen und Herren. Und es ist deshalb richtig, dass die Max-Planck-Gesellschaft und die Alexander-von-Humboldt-Stiftung wie auch die Deutsche Forschungsgesellschaft ihre Arbeit darauf konzentrieren, die besten Köpfe nach Deutschland zu holen oder hier zu halten. Und es ist deshalb richtig, dass Exzellenz auch weiterhin wichtigstes Kriterium bei der Vergabe von Geldern aus deutschen oder europäischen Fördertöpfen an Forscher und Institute ist. Und es ist deshalb richtig, dass wir den außeruniversitären Forschungseinrichtungen Impact für Forschung und Innovation jährliche Etatsteigerungen zugesagt haben und die DFG jetzt mit den erhöhten Programmpauschalen unterstützen. Ein weiteres wichtiges Feld ist die Standardisierung. Wer die Standards setzt, hat die Kontrolle. Und hier muss sich die deutsche Wirtschaft international noch viel mehr einbringen als bisher. Ich fürchte, die Bedeutung der Standardisierung und auch standardessentieller Patente ist dort noch nicht richtig angekommen. Es ist übrigens auch eine Erkenntnis aus dem EFI-Bericht, die wir ernst nehmen müssen. Und gerade im Bereich der IKT hängt der Geschäftserfolg ganz maßgeblich von Standards ab, die man selbst mitgestaltet. Was müssen wir noch tun? Wir sollten darüber nachdenken, ob wir unsere Hochschulausbildung anpassen müssen, beispielsweise bei der Einrichtung neuer Studiengänge wie Data Engineering. Und, wo wir schon bei den Hochschulen sind, ich weiß, es wird seit Jahren wiederholt, wir müssen die MINT-Fächer noch weiter stärken. Denn MINT ist die Grundlage aller Innovation. Und hier bereitet mir eine Entwicklung große Sorge. Nach Ergebnissen einer Untersuchung der Vodafone-Stiftung und dem Allensbach-Institut von letzter Woche haben trotz vielerlei öffentlich geförderter Programme nur 6% der Schüler Interesse an Computerberufen. Und jetzt kommt es, bei Schülerinnen sind es sogar noch weniger, nur 0,5%. Meine Damen und Herren, so wird es mit der Frauenquote weder in der Wissenschaft noch in der Wirtschaft auf absehbare Zeit erfolgreich sein. Und wir brauchen auch die Frauen gerade in diesen zukunftsträchtigen und zukunftsfähigen Bereichen. Es bleibt also einiges zu tun, und das möglichst schnell. Bauen wir also auf unsere im internationalen Vergleich sehr gute Infrastruktur, auf die Rechtssicherheit in unserem Land und auf unsere sehr gut ausgebildeten jungen Leute. Denn gerade in der Verzahnung unserer starken dualen Berufsausbildung mit der Hochschulbildung liegt eine unserer größten Stärken, auch hier für den Innovationsstandort. Es gibt daher guten Grund, wie wir das hier ja auch regelmäßig tun, die berufliche Bildung hochzuhalten und für die berufliche Bildung zu streiten. Lassen Sie mich zu einem Fazit kommen und dabei abschließend auch noch mal die Gesellschaft in den Blick nehmen. Innovationen gedeihen in einer Gesellschaft, die Chancen ergreift, nicht in einer Gesellschaft, die sich in Risikovermeidung ergeht. Nur eine der Zukunft zugewandte Gesellschaft bietet Raum für Innovation. Raum, der sich
durch die Dynamik der Digitalisierung in einem ungeahnten Maße noch erweitert. Und angesichts des demografischen Wandels in diesem Land sehen wir uns damit einer doppelten Herausforderung gegenüber. Unseren Wohlstand können wir jedenfalls nur mit Qualität und Hochtechnologie verteidigen. Das müssen wir jeden Tag aufs Neue auch öffentlich sagen. Ich habe es gesagt, heute Morgen im Morgenmagazin war alles Thema, was wir heute im Bundestag diskutieren, nur nicht die Hightech-Strategie. Auch das ist bezeichnend. Den Kampf um die billigsten Produkte, den werden wir verlieren. Den Kampf um die besten Produkte, den wollen wir aber gewinnen, meine Damen und Herren. Und deshalb ist diese Hightech-Strategie so wichtig. Und vor diesem Hintergrund unterstütze ich ausdrücklich die umfangreichen Aktivitäten der Bundesregierung im Rahmen der Hightech-Strategie. 11 Milliarden Euro pro Jahr, das ist ein Wort. Lassen Sie uns gemeinsam weiter hart an der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und der Zukunft unseres Landes arbeiten. Herzlichen Dank. Der Kollege Roland Klaus ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident.